Ja, hallo und herzlich zurück. Weber hat schon sein Schwert geladen. Ich bin geladen. Entladen. Direkt in eure Richtung. Na, willkommen bei einer neuen Folge einer weiteren Fahrt. Wir wollten jetzt schauen, dass wir im Bazaar mal gucken, was wir so kaufen können. An geilem Stuff. Vielleicht die neuen Materialien mal irgendwie zur Geltung bringen. Vielleicht mal ein bisschen was aus Eisen bauen. Ja, vielleicht mal ein bisschen Wasser trinken. Ui, hier ist Party. Yay. Waren die Lichter letztes Mal auch hier schon? Da rechts ist, glaube ich, der Schmied, oder? Ach ja, der Schmied. Geh mal hin da. Oh, ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, wo soll ich die Schrauben ansetzen? Verbessern? Was kann man denn verbessern? Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Mein Schild. Hä, er kann den Zwillensack verbessern? Ja, wahrscheinlich können mehr rein. Wollen wir den Schild verbessern? Können wir da Metall drauf knüppeln? Hart! Oder hart! Verstärkt doch das Schild. Abwehrkraft ist erhöht. Wollen wir ihn hart dafür machen? Dafür müssen wir aber Glibber abgeben. Oh nein, Das ist jetzt eine harte Entscheidung. Okay. Machen wir. Jawohl. Aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Okay. Ja, kein Problem. Okay, dann leg ich mal los. Jo, ist ja groß. Jo. So arbeite ich auch immer, wenn ich irgendwas verbessere. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Du hast den harten Holzschild erhalten. Er ist immer noch leicht zu handhaben, hält aber mehr Holz aus als sein Vorgänger. Meinst du, wir können ihn nochmal verbessern? Vielleicht brennt er immer Sag noch. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Okay. Ja, ich glaube, wir können ihn nochmal verbessern. Echt? Oh, dafür brauchen wir Monsterklaue und Wüstengras. Das haben wir da nicht gefunden. Monsterklaue haben wir ja gerade ausgegeben. Ja. Ja gut, dann gehen wir auch zurück. Ach, da hast du. Ich bin blind. Du hättest auch B drücken können. Dann nehmen wir die Zwille. Oh, wir haben keinen Glibber mehr. Oh. Und Finsterhalbmond haben wir auch. Wir brauchen aber drei. Streuung. Okay. Achso, das war ein Text. Flächenangriff? Mit nur einem einzigen Dekokern. Krass. 20 Kerne, sagt er. Oh, drei Monsterklauen, Alter, was? Boah, das ist teuer hier. Ja gut, das war's dann wohl. Dankeschön. Ja, war cool. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Coole Sache, aber unser Schild können wir hier auch... Guck mal, da hinten ist eine Truhe. Tatsache. Scheiße, wie gut. Vita-Rakete. Diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Ich vermute, dass die Energie der Artefakte der Göttin die Schatztruhen öffnen kann. Sende die Artefakte der Göttin aus dem Erdland zum Himmel und ihre Energie wird die Truhen öffnen. So kannst du an ihren Inhalt gelangen. Ja, danke schön, das wissen wir schon. Yep. Aber lieber nochmal erzählen. Ach, hier können wir in die Schmiede gehen. Wow. Huch. Was ist das denn? Hat denn Tamagotchi hier stehen? Was in der Art? Feuer. Na gut. Okay. Gucken wir weiter am Bazaar, was noch so geht. Da gibt's wieder Trinken, wo der Wahrsag. Ist so gruselig, ne? Sei gegrüßt, junger Freund. Soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Üblicherweise verlange ich dafür ja 10 Rubine, aber auch nur heute wage ich den Blick in den Kristall für nur einen einzigen Rubin. Ach, das ist ja billig. Hörst du, nur ein Rubin, möchtest du deine Zukunft erfahren? Nein, ja okay. Na gut. Oh, wie schön, ich hatte schon so lange keine Kunden mehr, deswegen macht das so billig. Aha, nein, versteh mich nicht falsch, diese sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung, junger Freund. So soll es sein. Oh. Kululimpa! Oh, ich sehe es. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Ich sehe Sand. Ein Strand? Nein, noch mehr Sand. Noch viel mehr Sand. Und nicht nur das, ich spüre auch ein seltsames Kribbeln, als ob ein Blitz durch meinen ganzen Körper fahren würde. Ein Eisenschild ist dort bestimmt fehl am Platz. Nimm ein Holzschild oder einen noch stärkeren Schild mit. Ha! Und vergiss nicht, ausreichend Bomben bei dir zu tragen. Meine Kristallkugel sagt mir, dass du viele benötigen wirst. Nun, das wäre alles für den Moment. Solltest du erneut vom Weg abkommen, zögere nicht, mich um Rat zu fragen. Viel Glück. Ja, das war doch mal hilfreich. Das war wirklich hilfreich. Verrückt. Guck mal, hier können wir Bomben aufstocken. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Interessiert euch also für diese 10 Bomben? Mit diesen Bomben könnt ihr es richtig krachen lassen. Sogar kleine Mauern könnt ihr damit ruckzuck in Staub verwandeln. Das macht dann 20 Rubine, mein Herr.
Gekauft. Ah, gekauft. Was ist denn da hinten für eine Tasche? Du hast 10 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um objekt in die Luft zu springen. Bis du sie brauchst, kannst du sie in deiner Bombentasche sammeln. Aha. Ah, vielen Dank, bitte. Ja, es ist mir eine Freude, mit euch Geschäfte machen zu dürfen. Ich hab vergessen, wie seine Stimme war. Das Gefühl, wir haben es verkehrt rumgekauft. Jetzt hätten wir bestimmt hier die Bombentasche kaufen können. Ihr interessiert euch also für eine kleine Bombentasche? Wie schön. Wenn ihr diese Seite bei eurer Tasche habt, könnt ihr 5 Bomben mehr tragen. Haha, wie überaus nützlich. Das macht 150 Rubine, mein Herr. Ja, oh ja. Wir haben es. Ja, wir haben es falsch rum gemacht. Du hast die kleine Bombentasche erhalten. Mit ihr kannst du 5 weitere Bomben bei dir tragen. Praktisch, wenn du häufig Bomben einsetzen möchtest. Ja, das wollen wir. Ah, ihr seid einfach wundervoll, werter Herr. Mein bester Kunde. Dein einziger Kunde. Werter Herr, sollte eure Schilderzeige zu schnell sinken, bringt euer Schild in die Werkstatt. Mit gefundenen Schätzen könnt ihr euren Schild oder andere Items verstärken oder mein Vielfaches wirksamer machen. Kauf mal die Tasche noch. Ja, kann man die nochmal kaufen? Ja, ja. Du kannst die, glaube ich, mehrere davon kaufen, aus dem einfachen Grund, weil du damit jedes Mal einen Itemslot in deiner Tasche hast. Oh, da müssen wir auch. Aber das macht doch nichts, werter Herr. Schaut euch doch einfach einen anderen Artikel aus meinem Sortiment an, ja? Uiuiui. Wollen wir nochmal irgendwie einen Schildtrank oder sowas kaufen? Ein Schildtrank? Also so ein... Was ist das pinke Zeug hier? Ja, genau das. Weil... Das hier ist ein Wundertrank. So etwas Großartiges bekommst du sonst nirgendwo. Wundertrank? Schmiere ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederherzustellen. Und nicht nur das, dabei werden auch noch 4 deiner Herzen aufgefüllt. Na, das ist doch ein Kauf wert, oder? Eine Flasche davon kostet gerade mal 30 Rubine. Was sagst du dazu? Ja, leider haben wir keine Flaschen frei. Klick mal auch sehr gern, guck, was passiert. Du hast ja gar keine leere Flasche, in die ich den Trank einfüllen könnte, mein Lieber. Komm wieder, wenn du eine leere Flasche hast, ja? Dann macht das eine Wasser noch leer, oder? Aber Wasser! Was ist das für ein Trank? Oh, das hier ist ein Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den du erleidest, für eine bestimmte Zeit. Mhm. Solltest du dich im Kampf noch nicht so sicher fühlen, lege ich dir diesen Trank ans Herz. Leider ist er etwas teuer. Eine Flasche davon kostet dich ganze 200 Rubine. Ciao. Du hast es dir anders überlegt? Oh, manche meiner Tränke mögen ja ein wenig seltsam riechen, aber ihre gute Wirkung ist unbestritten. Der Käsefußtrank. Ja, ja, dann mach mal das Wasser leer und kauf so einen Wundertrank, oder? Oh, jetzt haben wir echt hier alle Itemplätze. Ja, deswegen meine ich das ja. Oh, egal, Bombentasche, super. Ja. Was hast du davon? Nein, den wollten wir nicht, Weber. Oh, richtig, der ist teuer. Da. Ja, der ist schon besser. Hä? Achso, ja, okay. Achso, du musst jetzt extra... Du musst die Flasche wegstecken. Okay, ich steck die Flasche weg. Und jetzt erstmal kaufen. Schmieren auf dein Schild. Ich hab's keinen Bock, das nochmal vorzulesen. Muss das sein. Das und nicht nur das. 4 Herzen. Schild, 4 Herzen. Alles klar. Top. 30 Deal. Rubine. Deal. Seal the deal. Seal the deal. Boah. Seal the deal. Wenn ich das sage, kannst du da jedes Mal so eine Robbe einblenden? Kann ich gucken, wenn ich eine hübsche finde. Okay. Vielen Dank und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Ja, ich glaube, wir müssen nicht verfeinern. Ja, guck mal, ob noch irgendwo ein anderer Laden ist. Noch ein Laden. Da ist so ein Laden. Was ist das? Oh, der war vorher noch nicht da, oder? Der Beutel. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Item lagern erzählen? Moment nicht. Danke. Nee, eigentlich haben wir... Ja, soll mir recht sein, aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du hier etwas zu erledigen hast, ja? Ey, wir wussten ja gar nicht, was du machst. Voll entspannt, die Frau, ey. Was ist das da hinten? Okay. Ich glaube, erst der Schmiedetyp wieder, weil hier sind irgendwelche Leute. Na gut, dann würde ich sagen... Gucken wir mal, ob wir die Bombentasche noch verbessern können. Oh ja, gute Idee. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Ja. Also, wo soll ich die Schatztruhe... Ja. Schrauben ansetzen. Die Schatztruhe ansetzen. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Konnte keine Flaschen verbessern. Bomben! Das geht. Nice. Weil wir den Vogeldings gefunden haben. Ja, nice. Okay. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem. Alles klar. Okay! Er sagt das so cool. Ja, okay! Das war riesig, oder? Ja, jetzt werke da in unserer Bombentasche rum. Oh ja, jetzt können wir nochmal 10 Bomben mehr mitnehmen. Können wir gleich nochmal 10 kaufen, oder? So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Ah, die sammeln wir. Ja, okay.
Du hast die mittlere Bombentasche erhalten. Mit dir kannst du 10 weitere Bomben bei dir tragen. Praktisch, wenn du häufig Bomben einsetzen möchtest. Sag mir Bescheid, wenn ich noch eine andere Seite für dich verbessern soll. Ja, gut. Klick nochmal auf die Bombentasche und guck. Ja, einfach gucken. Okay. Oh, Bienenlarven. Okay. Den goldenen Schmuckschädel brauchen wir dann, na gut. Aber dann wissen wir schon mal, wo der goldene Schmuckschädel für dich ist. Ja. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Alles klar. Auf ins nächste Gebiet, ne? Aha. Dann sehen wir uns gleich dort. Wenn wir ins goldene Loch fallen. Bis gleich. So, dann fallen wir jetzt hier in dieses Loch hinunter. Und gucken, yep, was da ist. Yep. Und abwärts. Denk daran, den Paraschall zu benutzen. Niemand braucht. Im letzten Moment. Oh, das ging automatisch. Wie gemein. Oh, ich konnte gar nicht cool sein. Gebiet der Rakete, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranell-Mine angekommen. Okay. Ranell-Mine. Mine. Hi-ho, hi-ho. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Und loops. Ranell-Mine. Boah, da haben wir viel zu erkunden. Yo. Okay. Alles klar. Und weg. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Dankeschön, Frei. Ja, eilen wir mal hinterher. Was blinkt hier? Ach, ja, schon wieder. Du hast mich gerufen, Gebieter? Nee, es war die Aura-Suche. Ah, das hat das letzte Mal auch geblinkt. Ich glaube, wir müssen die Richtung. Aber die da, meinst du da so? Ja, so die Richtung, ah, meinst du? Okay. Ich glaube schon. Guck mal. Oh, schwäch. Guck mal, das ist eine Vogelstatue. Geh da mal ran. Das, was du wegspringen, aber was tust du da? Hallo? Mein Freund, das war ganz schön gefährlich, aber das kannst du wegspringen. Meinst du, man soll nicht mit Bomben spielen? Nee. Das sah voll krüppelig aus. Oh, ein Rubin! Wow, hat sich richtig gelohnt. Was ist das denn? Reden? Fuck. Ach, das ist so wie... Ja, wie der Kleine beim, in der Werkstatt. Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Dann brauchen wir einen Übersetzer. Oh, guck mal, kannst du die eine verlorene wieder ernten. Oh, da oben ist eine Truhe. Oh. Ja, die kannst du nicht einpacken. Spreng dich noch in die Luft. Woran? Guck mal, was da ist. Ah, ein Stein. Da oben ist eine Truhe und da ist ein Stein. Ja, die Truhe habe ich auch. Ach ja, schon 20. Eieiei. Ja. Treffer! Ich wollte den Steinhaufen treffen. Ja, den Steinhaufen, klar. Ui. Ich bin gespannt, was das wird. Das ist ja Bombe. Danke, Viva, für diesen Beitrag. Das Gefühl, da sind immer nur Rubine drin. Wow. Oh, 5 Rubine. Oh, stimmt, wir brauchen ja wieder welche. Oh, 0 Rubine. Ja, jetzt können wir wieder. Ausgegeben. War ein richtig Shoppen. Ah, Shopping. Meins? Jetzt war voll. Yep, haben wir alle schon gesprengt? Ja, ich glaube schon. Dann holen wir mal die Vogelstatue. Ja, und noch ein Roboter. Also sagt wahrscheinlich eh wieder das Gleiche. Die sind irgendwie ein bisschen außer Betrieb. Speichern. So. Haben wir das auch. Top. Guck mal, das ist so ein Enterhaken-Ding. Kriegen wir hier bestimmt. Möglich ist das. Was ist das denn da? Ja, genau. Lass das mal weiter gehen. Lass mal reingehen. Oh, ein Wagen. Mein Kart. Hey. Leute, wir schieben hier gerade ein Kart. Ich bin voll beschäftigt. Ja. Oh, keine Monsterklaue. Okay. Ja, alles klar, dann schubst den mal da runter, ne? Komm, richtig in Schwitzen hier. Da ist ganz viel zum Explodieren. Yes! Nein! Musst du aufpassen. Boom! Hast du ja über die Luft gesprengt, nice. Dark. Starkes Stück.
Kann man hier auch ziehen? Oh. Unter irgendeinem davon ist nochmal was. Schieb den Wal. Oh. Schieb den Wal. Schiebung, Schiebung! Also in Minecraft geht das besser. Muss von der Seite ran. So da hochklettern. Jawohl. Da wo keine Bewegung ist. Ja, richtig. Da wo du ihn nicht schieben kannst. So, aha, oha. Das ist gut damit. Okay, achso, wenn sie nicht schocken, dann wahrscheinlich. Ja. Nicht so. So schlecht getan. So war besser. Wir haben ja. Glimmer bekommen. Ja, wieder ein Glimmer. Wir haben die Vorräte wieder aufgestockt. Ja. Glibbery, glibbery, glibbery. Jetzt macht die Tasche voll. Die Tasche voll. Zwei auf einen Streich. Perfekt. Jetzt macht ihr die Tasche voll. Ja, ich mach mir die Taschen voll. Ja. Mit Rubin und Bomben. Oh. Sehr gut. Ja, das bringt nichts, wenn wir den hier 5 Meter schieben, oder? Da, ja, doch, das ist ein Schalter. Guck mal. Aha. Ey. Ja, schieb ihn nochmal da runter, oder? Ja. Wenn ich es schaffe, den richtigen Winkel. Ah. Das ist ein Schalter? Oder? Was ist das? Ich glaube, es ist einfach nur ein Ende. Ich weiß nicht, aber hier ist kein Ende. Ja. Ich richtig. Bin verwirrt. Okay. Was ist das? Sieht aus wie eine Lampe. Ach, hier sind Weichen. Nee, das sind. Ach, das sind so Förderbänder. Cool. Ja, ist eine Mine. Wundert mich nicht. Vielleicht mal Dingens. Zum Beispiel. Aber sowas. Raushaut. Ja, das habe ich gemeint. Kaputt. Oh. Okay. Was? The fuck happens now? Oh. Ja, alles klar. Ich glaube, die waren modern. Krass. Was machen diese Steine? Sprich mal mit dem Roboter. Quatsch uns nicht von der Seite an, du stürzt es bei der Arbeit. Danke. Okay. In diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Oh. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Aha, Zeitparadox. Bitte was? Eieiei. Darauf lege ich erstmal eine Bombe. Vielleicht nicht vor dem Typen? Ist doch egal, der wird schon nicht kaputt gehen. Meinst du? Roboter stabil, oder? Stell genau in die Mitte, jawohl. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Aber dass du so doof bist. Da, arbeite ruhig weiter. Ja. Lass dich nicht von uns stören. Kein Problem. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Ranell-Steinwerk. Aha. Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. Ach so, zu spät. Ups. Hoppla. Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts da drin verloren. Verzieh dich. Ja, unfreundlich hier. Ja, kletter mal rein, ne? Jawohl. Ich kann lenken. Da muss ich mich wieder lehnen. Das ist eine Truhe, nice. Jawohl, das klappt doch schon mal wie am Schnürchen hier. Wow! Ja, endlich wieder Rubine! Jetzt können wir es auch wenigstens wieder behalten. Schmeckst du das in der Luft? Yep. Ein für dich. Und ein für dich. Und irgendwo musst du dich jetzt noch verstecken. Ja. Immerhin. Gucken wir, wie die Welt explodiert. Okay, hier gibt's nichts, dann Kerl. Und Abfahrt. Alter. Sorry. Reiß dich doch mal zusammen. Nein. Nö, heute nicht. Bevor er rausspringen? Ne, müssen wir bis zum Ende immer fahren. Bis zum Ende fahren, ja. Vielleicht kannst du jetzt mit dem anderen da fahren. Ja, hier, die Schiene ist wieder heile. Ja. Du kannst ihn jetzt, glaube ich, da reinschieben. Eins. Ja. Ach, hier ist noch Oldschool. Ja, hier ist noch Oldschool, genau. Ah ne, warte, das ist die Zukunft, wo alles kaputt ist. Genau. Jetzt schiebst du den da rein. Flupp! Und Abfahrt. Perfekt. Richtig spannende Fahrt, oder? Leute. Ja. Da, jo.
Alles klar. Und hier sind wir kaputten Roboter. Ja. Och. Oi. Stein der Zeit. Ist das etwa Zeiterz? Dass wir einfach so klauen können? Nimm den mal. Ach so. Ich würde sagen, hau mal einfach gegen. Klopf, klopf. Oh. Oh. Das sieht so aus, als ob du immer nur einen dieser Steine aktiv haben kannst. Ja. Hast du das gesehen? Wie das andere jetzt zurückgezogen hat? Oh. Du hast eine Äonenblume erhalten. Blühte bereits in vergangenen Zeiten. Wunderschön und soll im Dunkeln hell leuchten. Ja, ihre Schönheit ist zeitlos. Perfekt. Ja, schlaber doch mit den Typen. Ja, der sagt mir nur wieder, ich soll ihn nicht anquatschen. Die Steine der Zeit bewegen uns und unsere Maschinen. Ihre Energie sprengt jede Skala. Oh, der ist mal nett gewesen. Mhm. Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Dann musst du ins Ranell-Steinwerk. Okay. Da will ich ja hin. Der will eine Bombe haben, okay. Also, wenn du unbedingt eine Bombe haben. Also. Ab dafür. Kein Problem. Bitte nimm das. Oh. Perfekt. Oh, hier ist wieder oldschool. Nee. Die Zukunft ist einfach nur enttäuschend. Oh Gott. Kannst du darüber springen? Sprinte! Boah, geht die Ausdauer schnell weg, ey. Ja. Ach, mit so einem Eisenschild hätten wir hier dann wahrscheinlich irgendwie Nachteile gehabt. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja doch gut, dass wir noch keinen gebaut haben. Ja. Gut, dass wir unseren Holzschild verstärkt haben. Oh ja. Geschenkt bekommen haben. Was für ein Zufall. War es Zufall? Ich denke ja. Yo! Gib ihn! Und der 3-Punkte-Wurf in den Korb! Ich ihn Korb bekommen. Jawohl. Alter Schäde. Link ist richtig gut, ey. Der sollte Basketballer werden. Ja, aber dafür ist er zu klein. Und Geheimgang. Ich weiß ja gar nicht, wie groß der ist. Wartet mal kurz, ich muss das hier kurz erledigen. So. Jetzt können wir spielen. Sehr gut. Oh, Rubine. Geil. Ah, wenn ich sprinte, springt er dann? Oh. Nee, so werde ich nicht springen. So, hier. Nee. Ich glaube, er springt da nicht. Aha! Geheimgang. Mach mal aus hier. Danke. Die sind ganz schön schockierend, die Jungs. Ja. Jawohl. Oh. Deko-Seeds. Ja, schon Feuerschleim, das wird schlimm. Wetten, da sind 20 Rubine drin? Das wäre super. Endlich wieder Geld! Roter nice. Rubin. Roter Rubin an grüne Rakete. So, sprinten. Pause, Pause. Erstmal chillen, ne? Sprinten. Jawohl, hol ihn dir. Sprinten. Oh, zieh durch, Junge. Ja, durchziehen. Oh, oh knapp. Das war oh Gott, die schon wieder. Diesmal ja, blitzen ja. Die auch noch. Ja, ja, das sind dann wohl. Schlimmer geht immer, wa? Frag mal Fall, was das jetzt ist. Oh oh. Oh! Sich voll erwischen lassen. Was ist da los? Lass mich. Du hast nicht anvisiert. Entschuldigung, nichts. Sorry, Buddy. Dies ist ein Blitzkopper. Dieses seltsame Wesen lebt im Sand und wandelt Elektrizität in eine Art lebendes Projektil um, das es dann ausspuckt. Sobald er eine Gefahr erblickt, zieht sich der Blitzkopper erschrocken in den Sand zurück. Du hast diesen Gegnertypus 0 mal besiegt. Aufgrund der niedrigen Zahl ist eine genauere Analyse unmöglich. Was er nicht kommen sieht, ist das hier. Yo. Mal. Ja. Sauber. Guck mal, rechts so ein verdächtiger Busch. Oh, nicht anhalten. Oh. Das war aber gefährlich, du. Oh, Rudi, erstmal aus. Mäh, das erstmal da. So ein bisschen. Oh. Hä? Die kannst du werfen, krass. Die Gebüsch. Die Gebüsch. Oh nein. Stark. Die Deko-Nuff. Nuff? Nuff. Nuff, Nuff. Oh. Schockierend, Mann, dass er nicht getroffen hat. Eben nicht. Das wäre schockierender, wenn er trifft. Bam. Ah. Brauch sie nicht verstecken.
Run, Link, run! Nix. Jawohl. Nix spucken. Schwert schlucken, nein, warte. Bitte was? Okay, vielleicht müssen diese Büsche erst in die Vergangenheit wieder, damit da irgendwas Tolles passiert. Ja, wahrscheinlich. Ey, sieht voll schwer aus. Oh. Ja, ne? Ab in den Sand. Als wären die aus Stein. Ja, voll krass. Ja, weiter. Dann gehen wir mal auf andere Seite. Gehen wir mal weiter. Also das ist auf jeden Fall nochmal so ein Kart. Ja. Hat nicht mehr funktioniert. Ich will mich umdrehen und dahin gucken. Ja, da ah, das ist eine Tür, okay. Alles klar. Alles klar. Wir müssen hier auf jeden Fall links hoch. Ups. Was für eine Idee. Einfach so. Jawoll. Wenn er ungeladen ist, kann man auch so hauen. Ungeladene Gäste. Ja, den fängt er wieder alles kaputt hier, ne? Ja, alles kaputt machen. Alles kaputt, man. Alles kaputt. Huch. Ja! Oh, Monsterklaue. Monsterklaue. Oh, ich sieht gefährlich aus. Boah, muss hier nicht immer so eine Show machen. So. Ich hab die Show abgezogen, Mann. Bombenstimmung hier, Leute. Oh, nee, kannst wieder rausholen. Da. Ja, Roboter, der arbeitet, genau. Und kein Kristall, aber hier kommen wir zur Truhe, eventuell. Nee, müssen wir ein Stück weiter. Kannst du die hier, kannst du die da durchrollen? Ja, genau, mal ist mal voll. Ah, dann sind ja noch reichlich Steine da hinten. Guck mal, hat sich schon gelohnt, die Taschen. Ja, definitiv. So, wir packen hier erstmal ein. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. So, dann zeig mal, was du kannst. Kannst du das da rüberrollen? Andrehen. Oi. Jawohl. Dann kannst du nämlich durchrennen. Oh oh. Oder auch nicht. Also wir wären hingekommen. Wären wir? Naja gut, dann ist das wahrscheinlich für später. Also ich meine, hätte der eine Plattform da hingebaut. Achso, ja, das natürlich. Wären wir hingekommen. Und hier ist so eine Tür zu. Mysteriöse Mysterien. Nun, ich würde sagen, wir lösen dieses Mysterium einfach in der nächsten Folge. Oh ja. Dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal, wenn wir das Geheimnis lüften. Und dann lasst uns doch ein Abo da, wenn ihr das nicht schon habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaut bei Rocket League vorbei, wir spielen ab und zu mal wieder. Und für alle, die jetzt mittendrin einschalten, am Ende ist noch die Playlist. Ja, bis dann. Ciao.